Werden wir bald nicht mehr alle legendären Pokémon mit goldenen Himbeeren fangen können? Und wird Pokémon Go auf Facebook bald so nervig wie Farmville sein? Damit geht's weiter mit ein wenig Pokémon Go. Wir fangen an. Vor ein paar Tagen ist manchen Leuten im Internet so etwas aufgefallen, und zwar, dass sich an den Raid-Belohnungen was geändert haben muss. Und im Hintergrund werde ich auch nur einen Giratina-Raid zeigen. Ich habe leider ansonsten gestern kein spannendes Nest oder irgendwas besucht. Also, Giratina-Raid passt aber, wegen Fangen etc. Um das erklären zu können, dass jeder auf demselben Stand ist, möchte ich mal ganz kurz ausholen. Und zwar, die Belohnungen nach einem Raid, die richten sich Nummer 1 nach den Sternen. Also, ist es ein 1-Sterne-Raid, 2-Sterne, 3? Ich weiß nicht, warum man Sterne sagt. Eigentlich sind das Sterne. Doch, es sind Sterne. Aber diese Raid-Köpfe, auch Rizeros, auf jeden Fall. Je herausfordernder der Raid, desto mehr Items. Und je mehr Bälle man hat, desto mehr Päckchen, wo mehr Items drin sind. Und da will ich kurz eine Grafik zeigen. Also es gibt eben diese Päckchen. Stellt man sich vor wie Geschenke zu Weihnachten. Und je nachdem, wie viele Bälle man erhält, desto mehr Geschenke gibt es. Je mehr Bälle, desto mehr Geschenke. Achtung, nur nebenbei bemerkt, die Freundschaftsbälle zählen hier nicht dazu. Da geht es nur um Schadensbälle, Kontrolle der Arena, Teambonus und so. Und jeder, der sich das ansehen möchte, kurz Pause drücken, denn jetzt sehen wir uns an, wie es in der Vergangenheit war. Achtung, das ist jetzt nicht aktuell, was ich hier einblende. Da hat man zum Beispiel in einem Päckchen, wenn man einen legendären Raid gemacht hat und es waren Beleber drin, dann sind es 4 oder 5? 1, 2, 3, 5. Waren da zum Beispiel 5 Beleber in einem Päckchen drin. Hatte man Sonderbonbons, waren in einem Päckchen 3 drin. Das heißt, wer, sagen wir, 5 Päckchen bekommen hat, der hat maximal, wenn es das Glück erlaubt hat, 15 Sonderbonbons bekommen können. So, das war in der Vergangenheit. Was man hier sieht auf jeden Fall, ganz viele goldene Himbeeren. Viele, viele, viele pro Päckchen. Und irgendwann hat Niantic dann noch eine Sache geändert. Und zwar haben sie gratis goldene Himbeeren pro Raid noch unabhängig der Päckchen reingepackt. Aber dazu später auch noch. So, nun die neue Grafik. Der Silphroad, die haben das herausgefunden. Und zwar gibt es jetzt 750 Sternenstaub anstelle von 500. Also das ist sozusagen die kleine Entschädigung. Und mit Sternenstück sind das 1125, Moment, Taschenrechnen, nein, es steht 1125 mit Sternenstück. Ist ja nicht die Welt, aber zumindest ein bisschen mehr. Aber die Bundles sind kleiner geworden. Vor allem, wenn man sich die goldene Himbeere ansieht, wo man in der Vergangenheit in 3er, 4er und 5er Raids jeweils 3 goldene Himbeeren pro Päckchen hatte, sind es jetzt nur, bei den 3er und 4er Raids ist es eine Himbeere und bei den 5er Raids sind es 2 Himbeeren, goldene Himbeeren. Und in Summe dürfte das eine drastische Reduktion darstellen. Ich weiß zwar nicht, wann genau das geändert wurde, auf jeden Fall so irgendwann Anfang, Mitte Oktober. Mir ist es persönlich gar nicht so aufgefallen, weil ich echt immer viele goldene auf Vorrat bunkere. Jedoch, genau, das ist auf jeden Fall, da haben sie auch den Vergleich, alte Bundles und neue Bundles. 1-Sterne-Raids sind gleich geblieben, eine goldene. Bei den 2-Sterne- und 3-Sterne-Raids wurde eine abgezogen. Und bei den 4er-Raids, bei den 4er-Raids wurden 2 goldene abgezogen, bei den 5er nur eine. Aber, naja, das ist schon eine Menge. Die Gratis-Goldenen, die man dazu bekommt, sind gleich geblieben. Eine goldene bei 1- und 2-Sterne-Raids, 2 goldene bei 3 und 4 und 3 goldene bei 5er-Raids. Das heißt, selbst wenn man keine goldene in dem Päckchen hat sozusagen, bekommt man bei Giratina mindestens 3 goldene. So, lange Rede, kurzer Sinn. In der Vergangenheit, ich habe immer, wirklich fast immer goldene Himbeeren bei allen legendären Raids genommen. War es jetzt ein Regi, war es ein Giratina, war es Mewtwo, immer goldene. Ausnahme Sananabeere jetzt im Halloween-Event, dazu komme ich auch noch gleich. Und sie sind mir nie ausgegangen und ich konnte sie sogar ab und zu in den Arenen verfüttern. Ich habe jetzt 550 goldene gerade auf Vorrat. Warum sind sie mir nie ausgegangen? Ich habe auch ab und zu 1, 2, 3 und 4 Sterne-Raids gemacht. Und bei den Pokémon, wo ich wusste, die fange ich sowieso, die haben nicht so eine geringe Fangchance, habe ich sie nicht verwendet. Das heißt, die waren sozusagen mein extra Polster. Aber ich glaube sogar,
selbst wenn man immer eine goldene in jedem legendären Raid verwendet hätte, hätte man sie nie verbraten können. Also man wäre nie auf Null gekommen, weil manchmal hat man Glück und fängt das Pokémon dann beim zweiten Ball. Klar, manchmal benötigt es auch 10 Bälle, aber dann bekommt man 20 goldene Himbeeren und hat für zwei Pokémon vielleicht 15 Bälle benötigt, weil einmal die vollen Bälle und dann gleich nach dem zweiten Ball. Und das ist irgendwie auch nicht logisch, dass man so viele goldene bekommt, dass die gar nicht weniger werden können. Ja, und mit dem neuen Päckchensystem, das dürfte auf jeden Fall weniger werden. Beleber sehe ich, wurden auch ein bisschen reduziert. Genau. Ja, und die Belohnung sozusagen, die das irgendwie ausgleichen soll, ist, dass es 750 Sternenstaub gibt. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte am Anfang, das ist ein Fehler, weil es ist irgendwie genauso die Zahl mit Sternenstück. Bekommt man anstelle von 500 Sternenstaub 750. Und ich dachte mir, okay, das ist Niantic ein Fehler passiert. Ich erwähne das nicht großartig, weil morgen wird sowieso wieder geändert sein. Aber nein, das ist anscheinend beabsichtigt als Entschädigung dafür, dass es weniger Goldene gibt. Jetzt muss man vielleicht seine Strategie ein bisschen umstellen. Und eine Sache zu den Sananabären wollte ich auch noch sagen. Ich habe am Anfang so probiert, Giratina ab und zu mit Sananabeere. Das hat auch geklappt, mir ist keineswegen Sananabeere geflüchtet und 12 Candies im Halloween-Event, grenzgenial. Aber wenn man 5 Sananabeeren, 6, 7 Sananabeeren benötigt, das ist dann fast Verschwendung, weil die könnte ich im Halloween-Event auch für andere Pokémon verwenden. Und deshalb habe ich dann irgendwann damit aufgehört oder mache es nur in ganz seltenen Fällen, wenn ich echt zu viele Sananabeeren habe. Aber genau, da habe ich meine Strategie ein bisschen umgestellt. Aber Deoxys zum Beispiel, X-Raid, hat so eine hohe Fangchance, wer es schafft, einfach fabelhaft zu treffen, der kann definitiv die Sananabeere versuchen. Muss man jetzt mit den Goldenen seine Taktik umstellen? Ich glaube, wer zum Beispiel nur legendäre Raids macht und ansonsten keine anderen, wo man sich einen Polster ansammeln kann, dann vielleicht mal schauen. Wer jetzt nicht etliche noch auf Vorrat hat, sagen wir plötzlich ist ein gutes Giratina da, vielleicht sogar ein 100er. Man weiß ja anhand der WP, welche Raid Gegner, Pokémon sind dann die Guten. Und angenommen, jemand hat dann bei einem Guten keine Goldenen mehr. Das wäre extrem schade. Also, immer welche auf Vorrat lassen, so 10, 20 Stück wäre schon gut, würde ich mal sagen. Denn, wenn man die jetzt weiterhin immer bei jedem Ball verwendet, und manchmal hat man 15, 16, 17 Bälle mit Freundschaftsbonus, die werden auf jeden Fall jetzt weggehen und dann Mangelware sein, würde ich sagen, so in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, wenn man länger spielt und das wirklich immer so weitermacht. Jeder Ball eine goldene. Welche Beere sollte man dann anstelle nehmen? Ist auch eine gute Frage. Also mindestens die Himbeere würde ich sagen. Und wenn man sich traut, vielleicht sogar eine Sananabeere. Aber ich glaube eher, ja, anstelle der goldenen, dann eine normale Himbeere. Viele Leute, die echt aktiv spielen und reinsuchten, für die wird das vermutlich kein Problem sein, die sich die ganzen Raid-Pässe kaufen. Aber wer echt nur einen pro Tag hat, der will vielleicht schon die Goldenen dann eher für die besseren Pokémon, die besseren Raid-Pokémon aufsparen. Das sollte eigentlich ein kurzes Video werden. Diesmal, es tut mir leid, dass ich da jetzt so lange drüber gesprochen habe, aber ich glaube doch, dass sich da auf lange Frist vor allem für die Raider was ändern wird. Und irgendwie Pokémon Go ist für manche Leute echt nur noch ein Raid-Game momentan. Also auf jeden Fall im Auge behalten und nicht wundern, warum gibt es jetzt plötzlich weniger Bälle, weniger Beleber, bisschen weniger Supertränke, dafür aber mehr Sternenstaub. Genau, das war diese Sache und der gute Charles hat schon wieder was gefunden. Also, das ist lustig. Neuer Text über ein Feature für Facebook-Freunde. Wenn man Facebook im Pokémon Go-Account erlaubt, in Zukunft irgendwie so, dann können alle Facebook-Freunde das sehen, dass man Pokémon Go spielt und irgendwie über Facebook eine Freundschaftsanfrage oder vielleicht wird dann eine automatisch generierte Privatnachricht geschickt, hey, mein Trainercode ist XY oder per QR-Code oder so, aber das kennt man, glaube ich, noch aus Farmville. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das da so war, aber da kommen, auf der Pinnwand sind immer die Nachrichten aufgetaucht, hey, füge mich als Freund hinzu und dann bekommt man irgendwie extra Weizen oder ich weiß es nicht. Aber das soll wohl so eine kleine Marketingmaßnahme von Pokémon Go sein für Facebook in Zukunft. Und was hat er dann noch gefunden? Base Capture Rate auf Shedinja. Das ist Ninja Tom und 6% anstelle von 5% bisschen erhöht. Sehr schön, werden wir jetzt im November erhalten ab 21 Uhr, 1. November.
Jo. Und außerdem, wer das Update hat und Go Plus hat, da sieht man jetzt ab und zu so ein Pop-up, will man sich verbinden, etc. pp. Das war die Sache, die ich heute noch loswerden wollte. Und schon in wenigen Tagen, am 3. November, 11 bis 14 Uhr, wird der Gengar Day stattfinden. Und weil mich immer wieder ein paar Leute danach gefragt haben, obwohl ich es eigentlich in dem Video erwähnt habe, aber jeder kann nicht jedes Video schauen, wird man vermutlich nicht solo schaffen. Ist eventuell, laut Screenshots, Teaserbild, ein 4-Sterne-Raid und deshalb hier die Konter. Die Konter vom Pokebattler, aber da wird jetzt der 3-Sterne-Raid genommen, also Zeit zum Sieg stimmt nicht, sondern es dürfte etwas länger dauern. Auf jeden Fall Mewtwo, Gengar, Despotar mit Unlichtattacken, Simsala mit Geist-Spukball, Psyana dürften viele Leute haben, sehr starker Psycho-Angreifer, Latios, Metagross sogar, jetzt mit der Sternenhieb-Attacke. Die aktiven Leute haben da bestimmt auch eine Mannschaft. Ja, also dafür ist auf jeden Fall ein Team am Start und Duos für starke Leute sollten drin sein. Ansonsten 3 Leute und dann kann man den ganzen Tag, ja, also nicht den ganzen Tag, 3 Stunden lang alle Arenen abklappern und dort Gengar raiden mit Schlecker und Psychokinese. Also, das war's erstmal. Mal wieder lustig, dass Niantic so eine Änderung, die eigentlich schon groß ist, irgendwie still und heimlich macht. Mal schauen, ob ich meine, ich habe jetzt noch 500 Himbeeren auf Vorrat, goldene. Aber ich bin schon recht verschwenderisch in den Arenen umgegangen. Meinem Hytera fehlen irgendwie 10%. Ach, klatschen wir eine goldene drauf, so. Weil die werden sowieso nicht weniger. Aber jetzt in Zukunft überlege ich da vielleicht zweimal, ob ich die sozusagen nur für Sternenstaub verfüttere, die goldenen in den Arenen, oder ob ich da doch ein bisschen sparsamer zumindest damit umgehe. Ansonsten würde ich mal sagen, soll es das für dieses Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach diesmal weiter. Boop.